Jo und herzlich willkommen zum Sprinterrennen hier auf meinem Channel in der Formel 2. Und es geht gleich los, hoffentlich. Der Startplan sieht gut aus. Ja, wir sind auf Platz 10, weil wir im letzten Rennen Zehnter geworden sind. Die Bremsen müssen etwas und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Und wir sehen uns dann gleich beim Rennen wieder. Ihr seht, es regnet hier komplett stark. Man sieht einfach gar nichts. Man sieht einfach echt gar nichts. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim Rennen wieder beim Monsunregen. Ja, und ich würde sagen, herzlich willkommen zurück. Ja, wir stehen hier an der Startlinie. Denn der Kollege hinter uns, der hat uns leider berührt. Also besser gesagt, mich gedreht. Hier werdet ihr nochmal kurz die Zähne sehen. Ey! Was soll das? Ja, sieht ein bisschen übel aus, aber ist eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, muss man dazu sagen. Aber jetzt stehen wir halt im Regen und werden nass. Wir stehen auf der Stelle. Und das regt mich halt auf. Und die Fahrer von hinten kommen leider nicht. Und wir müssen jetzt hier warten. Also ich bin echt gespannt, wie der Start wird, weil das ist hier echt Chaos. Also ich habe ja schon gesehen, ich werde hier euch nochmal eine Szene einblenden, wie die da alle links und rechts in der Kurve standen. Boah, wie die alle rausrutschen. Alle rausgerutscht sind. Ich bin echt gespannt. Also hier ist es wirklich, heißt es wirklich früh anbremsen. Beim Start wird es echt knifflig, weil du hinter dir welche hast und vor dir welche hast. Da muss man halt den perfekten Mittelpunkt treffen, dass man nicht zu spät bremst und den Vordermann reinfährt und dass man auch nicht zu früh bremst, dass der Hintermann dir reinfährt. Also da müssen alle wirklich behutsam in die erste Kurve fahren und dann hoffe ich, dass es hier wieder ein spannendes Rennen wird, so wie im Hauptrennen, das wir ja gerade gefahren sind. Und natürlich mit dabei ist wieder die junge Spielecke. Hallig. Das bin ich, hallo. Mein Special Guest. So, es geht los. Die Ampeln gehen an. Und sind jetzt aus. Waren diesmal relativ lang an. Und man sieht jetzt schon einfach gar nichts mehr. Man sieht einfach wirklich nichts mehr. Das ist unverschämt, habe ich gehört bei dem Rennen. Boah, da ist einer ganz nach links ausgerutscht. Boah, ich wurde komplett gedreht. Fast wieder gedreht. Und wieder war es. Ey! Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschleppt. Was war das? Was war das? Ich wurde ja komplett vergewaltigt. Wohl richtig Sandwich genommen. Da ging es ja mal richtig ab. Wie sieht mein Auto aus? Ja moin, Alter, meine Flügel. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Oh mein Gott, im Regen ist es ja mal komplett anstrengend. Das, also weißt du, wie es gerade aussieht? Nee. Sieht aus wie so eine Wasserbahn, die da vor dir ist. Also sieht aus als, keine Ahnung, würde ich gerade Wasserboot fahren oder Wasserski. Nein, so schlimm natürlich jetzt nicht. Klingt lustig. Oh, da gab es einen Unfall. Da ist gelbe Flagge, da steht einer. Der hat sich anscheinend aufgedreht. Achtung, Achtung! Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Jetzt sind wir schon 9. Wir kämpfen uns gerade wieder ein bisschen an die Leute ran, aber man sieht es hier selber, wenn du einmal von der Ideallinie ein bisschen abkommst, dann bist du halt komplett draußen. Mhm. Also, es ist richtig Schwimmbad gewesen. Den habe ich jetzt vorbeigelassen, weil ich keinen Bock hatte, dass ich jetzt nun... Er rutscht auch sowas von raus. Das ist so geil, wenn du einen Fahrer vor dir hast. Das sieht so geil aus, wie die da so rausrutschen.
Mhm. Weil genau, du hast genau das gleiche wie er. Boah, Alter, jetzt wäre ich fast zu schnell in die Box gefahren, weil ich einfach nicht bremsen konnte, weil es einfach zu nass ist. So, wir sind wieder auf Platz 10, so wie im letzten Rennen. Das heißt, wieder vielleicht Punkte schon. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Reifen wechseln. Und auf jeden Fall die Reifen und den Frontflügel, das ist ganz wichtig. Ey, wie lange dauert das? Oh, wie lange brauchen die, um ein paar Reifen abzunehmen? Losfahren, losfahren! Ja moin, das hat ja Jahre gedauert hier. 42, 43, 44 Sekunden. Damit haben wir unsere Strategie ja, durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Also Leute, das wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen nicht mehr sein. Ich bin locker so 50 Sekunden hinter dem 9. Steffen, dabei sein ist alles. Ja, ich weiß, aber ich bin wenigstens in den Punkten. Muss ich mal nachgucken, wie viele Punkte es da gibt. Das kann ich jetzt mal kurz machen. Dann fährt er mal kurz für mich. Ihr seht hier kurz ein Pausebildschirm. Weil das würde mich jetzt auch mal kurz interessieren. Da wir so oder so 50 Sekunden weit entfernt sind. Ist das so oder so egal. So, dann gucken wir uns mal hier die Medien an. Da. Also die besten 10. Der 10. bekommt einen Punkt. Und hier die besten 8. Scheiße. Die besten 8. Ich muss 8er werden. Fuck. Dann krieg ich wenigstens auch wieder einen Punkt. Dann habe ich wenigstens 2 Punkte am einem Wochenende geholt. Und das ist für mich schon relativ viel. Du bist doch eigentlich so gut in dem Spiel. Ja, aber die fahren mit Lenkrad und weißt du mit allem drum und dran. Das ist schon eine andere Hausnummer. Die können ja viel mehr das Auto hier beeinflussen. Hm. Als mit dem Controller. Die bremsen und schalten auch selber. Ja. Und ich feiere sozusagen Automatik. Also er schaltet für mich, weil das könnte ich mit dem Controller gar nicht übernehmen. Das ja. Ist schon möglich, aber das müsste man viel Zeit und viel Lernen investieren. Die Zeit habe ich leider nicht. Deswegen fahre ich Automatikwagen. Ja. Ja, da muss ich aber richtig gegensteuern. So, Statusreport. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Statusreport. Wir liegen hinten. Letzter Platz. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 31,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Regenreifen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Noch 9 Runden. Nummer. Das ist gut. So ein paar Sekunden immer auf, aber das reicht auf gar keinen Fall, um hier noch irgendwas zu reißen. Es sind 11 Runden, die wir jetzt hier noch fahren. 11 Runden, sage ich. Insgesamt 11 Runden und wir sind schon in der dritten. Also das Rennen ist auch gleich vorbei. Mhm. Und guck mal, jetzt sind schon 32 Sekunden, die ich jetzt abstand habe. Jetzt habe ich schon wieder Zeit verloren. Und das ist die ganz schön weit rausgekommen. Safety Car! Ja, jetzt können wir Zeit aufholen! Langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ja, hab ich doch. Mann, werd doch mal positiv wieder, danke. Wo die Safety Car Kolonne an? Ja moin, jetzt geht's los. Da ich jetzt schon in der Box war, kann ich richtig geil aufholen. Das freut mich, dass ich das Safety Car rausnehme. Die fahren jetzt alle in die Box und ich kann hier schon 120.000 km/h geben. Ich habe jetzt den Vorteil, dass sie jetzt in der Safety Car Phase in die Box gehen können, weil sie dadurch keine Zeit verlieren. Und mit frischem Reifen fahren. Aber da ich jetzt vorher in der Box war, kann ich vielleicht jetzt den einen oder anderen Platz relativ eng gut machen. Außer die setzen auch so wie ich davon. Aber Davy, man, ist der Rutsch. Die Frage ist jetzt, warum ist das Safety Car rausgekommen? Weil es einfach zu doll regnet?
Ich glaube ja. Ich glaube, das Safety Car ist wirklich rausgekommen, weil es einfach jetzt zu doll regnet. Es ist stärker als Starkregen und die Gefahr für einen Unfall ist einfach zu groß. Weil man sieht hier rechts auch wirklich, das sind keine Pfützen mehr, das sind Flüsse, die sich da rechts gebildet haben. Also, hier blinkt einfach alles gelb. So, nur 90 Sekunden Abstand hier. Es wird richtig schwierig, hinter dem anderen zu bleiben, ey. Wo ist der Safety Car? Frage ich mich auch gerade. Alter, guckt euch das mal rechts und links bitte schon an. Das ist ultra krank. Das ist kein Regen mehr. Das ist echt kein Regen. Soweit du ein bisschen weiter nach rechts kommst, da fährst du durch einen Fluss. Da fährst du durch einen Fluss. Ich kann mal hier ein bisschen weiter links fahren. Guckt euch das mal an. Was ist das hier? Das sind so eine richtigen Wolken, die hier so entstehen oder was? Boah, Junge. Seht ihr das? Dieses Schimmern so vor uns? Sieht ja mal krank aus hier. Also hier geht gerade, glaube ich, die Welt unter. Ich glaube, das Rennen wird mit dem Safety Car beendet werden. Ich glaube, wir fahren jetzt 7 Runden lang hinter dem Safety Car, weil bis das hier alles abfließt oder von der Strecke ist, das dauert. Das dauert etwas. Und da wir nur noch wirklich 7 Runden haben, gehe ich von aus, oder besser gesagt jetzt gleich nur 6, dass das Rennen hier, würde ich sagen, auf dem Stand bleibt und damit beendet ist. Gut, 10. kriegen wir leider keine Punkte. Der Starkregen wird noch 15 Minuten dauern, dann sollte er den leichten Regen umschlagen. Ja, gut, danke für die Information. Jeff hat mir gerade die Information gegeben, dass es noch dieser Regen noch 15 Minuten andauert. Also ich gehe von aus, dass da nichts mit Safety Car rein ist. Weil es ist einfach gefährlich, wenn du außerhalb der Ideallinie bist, da ist die Gefahr einfach so hoch, dass du dich drehst. Und wenn du außerhalb der Ideallinie sein, um einen Gegner zu überholen. Und wenn die Gefahr gegeben ist, dass man verunfallt, dann kommt das Safety Car auch raus. Und das ist auch zurecht. Ja. Und das finde ich auch gut so, weil man dann auch irgendwo gucken muss, dass man Fahrer schützt. Und nicht in irgendwelchen lebensbremsenden Situationen bringt und dann die den nächsten Toten feiern müssen. Real life jetzt. Das ist ja hier alles nur ein Spiel, aber na klar, wenn man dieses Spiel auch so realistisch gestalten, wie es nur geht. Deswegen finde ich es auch richtig, dass im Spiel das Safety Car auch mal rauskommt, wenn es wieder regnet. Weil es ja dann vom Realismus her sehr nah ist. Statusreport. Von den Autos, die noch im Rennen sind, sind wir an letzter Stelle. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 23,0 Sekunden. So, ich fahr mal kurz hier im Geistermodus. Ich habe nämlich gerade eine wichtige Nachricht bekommen, die ich vielleicht. Gott überlassen zu machen, aber wenn du willst, dann lass ich es regnen. So,
So, wir übernehmen gleich mal, wenn wir jetzt aus der Kurve raus sind, das Fahrzeug.